Die klauen meinen Content, ey. Ich bin mal gespannt, wer damit gemeint ist. Als hätte ich damit so eine Sache gestartet. Denn natürlich ist CK einer der größten deutschen YouTuber. Das heißt, irgendwie wird es darauf kommen, dass einige Content quasi nehmen von ihm. Die Frage ist jetzt, was er mit Content klauen meint. Meint er Ideen oder meint er einfach pure Content einfach? Denn ich habe auch schon Content von CK genommen oder halt Ideen und habe was gemacht. Und ich glaube, ich habe eine Idee, worauf das anspielen könnte. Ich hoffe, dass ihr das meint, denn ich glaube, das wäre ziemlich funny. Jo Freunde, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, dass ich so gequält aussehe. Das liegt daran, dass das Wetter da draußen für meine Pollenallergie ungefähr das gleiche ist wie ein Makrokosmos. Pollenallergie, also bei uns draußen schneit es gerade und zwar bös. Ich glaube nicht, dass Pollen bei Schnee überleben können, aber vielleicht war das ja bei CK noch anders, als das kam. Aber ist ja April, also alles fair game. Aber eigentlich sieht es so aus wie immer. Kosmos für einen Burning Abyss Spieler. Fühle ich nicht, Digga. Vor einigen Tagen hat Konami das neue Set Yu-Gi-Oh! Ghost from the Past vorgestellt. So ein geiles Produkt. Wie auch der. Wer war der Typ? Wer ist das? Schreibt mal in die Kommentare, wer das ist. Ich habe nämlich keinen Plan, wer das ist, aber das ist halt so funny. Ich kenne mich in der YouTube-Szene auch wirklich auch gar nicht so krass aus, deswegen ist bestimmt ein YouTuber, weil das andere wäre ja Monte. Ist funny. Wie auch der eine oder andere Vertreter der Web-Videoproduktion mit Fokus auf Sammelkartenspiele für Kinder hatte ich, der gute CK Phoenix, die... Fokus auf Sammelkartenspiele für Kinder. Ja, der ist schon gut. Das ist, was soll das sein? Kollege? Ja, klingt eher wie Farid, ne? Oder ja, viel Obdruck, aber ständig wie Farid, ne? Die Ehre, dieses Produkt bereits Tage im Voraus für euch zu öffnen. Warum rede ich mit Farid Bankstelle? Das ist maximal weird. Bei diesem umfangreich ausgeprägten Fachwissen ist es selbstverständlich kein Wunder, dass mein Kanal als Qualitätsstandard für die deutsche Yu-Gi-Oh! Community gesehen wird. Auch wenn das natürlich jetzt als Meme meint, aber ich meine, er hat jetzt mittlerweile 15.000 Abonnenten. Das heißt, ich glaube nicht, dass man jetzt sich auf ihn freisprechen kann, zu sagen, okay, mein Qualitätsstandard ist halt schon der, den die meisten anstreben sollten. Zumindest was seine Funnies angeht, denn er ist halt super witzig, ne? Ja, die Szene kenne ich übrigens. Die habe ich auch mal im letzten Video gehabt, wo er den Firewall Drain gezogen hat. Mhm, okay. Ich habe das Gefühl, das könnte auf mich bezogen sein. Schloss Xyz-Ausbruch. Und oh mein Gott, es ist Firewall Dragon in... Ich finde übrigens immer noch witzig, dass er sich halt die Hand vor den Mund gehalten hat, damit er nicht so laut rumschreit. Andere YouTuber hätten halt komplett die Welt zusammengeschrien, als sie es gezogen haben. Also, Props dafür für meine Ohren, dass du das nicht gemacht hast, CK. Also, auf jeden Fall dafür, danke, danke. Ghost Rare! Hier hat man, das dürfte Kaliber Ladedrache sein. RIP, das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich voll übergangen, ey. Ja, free. RIP. Demnach ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der eine oder andere Yu-Gi-Tuber von den Ideen des CK Phoenix inspirieren lässt. Der eine oder andere von euch hat eventuell... Oh, ja, genau. Oh, scheiße, Leute. Mein Video, die größte Yu-Gi-Oh! Tierlist aller Zeiten. Vielleicht auch nicht, habe jetzt keine Rekorde dazu gefunden gesehen. Seid ehrlich, ist ein kreativer Videotitel. Ja, ich nicht, Digga. Wie auch immer, scheint so, als hätte ich damit so eine Sache gestartet. Bruder, sorry, aber das musste sein. Mein Titel ist nämlich immer noch der beste, das ist nämlich die wirklich, wirklich größte Tierlist aller Zeiten. Also der Titel ist also gut, ne? Gib mir Props dafür. Sorry, aber es musste sein. Ihr könnt zwar versuchen, mir meinen Content zu klauen, aber trotzdem bin ich jetzt reich und ihr nicht. Wait, wait, wait. Warte, warte, warte. Holen wir doch mal ganz kurz hier. Money. Okay, nur dafür. Aber CK ist halt einfach so funny, der Typ. Also das ist einfach... Immer wieder Klassiker. Außerdem hat mein Video mehr Klicks als eure drei zusammen und wir wissen, wer mehr Klicks hat, hat auch immer recht. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Ach, hallo und herzlich... Aber spielt man dann nicht immer noch Schach? Aber wie heißt der Typ denn nochmal? Ist das nicht hier Leon Mascher? War das nicht der? Ich weiß jetzt nur von Mimi, von den ganzen Diss-Tracks, die er gemacht hat. Aber ich glaube, das war doch der, ne? Was kommt jetzt? Herzlich willkommen zur allerkleinsten Yu-Gi-Oh! Tierlist aller Zeiten. Wer hätte das? Macht er das jetzt wirklich? Macht er das jetzt wirklich? Zieh das durch. Wenn er das durchzieht, ist das so funny. Was hast du denn gedacht? Wir werden heute die allerkleinste Yu-Gi-Oh! Tierlist aller Zeiten ranken.
Die Frage ist, welchen Funny nimmt er jetzt? Macht er nur ein Deck oder macht er quasi einfach nur eine Karte aus einem Deck? Ich bin gespannt. Könnt ihr euch das vorstellen, Freunde? Es gibt keine kleinere Yu-Gi-Oh! Tierlist. Das ist die kleinste aller Zeiten, okay? Und wir sehen hier schon, was für Decks wir alle hier parat haben. Wir haben hier Dragon Link und ich frage mich, wo wir das einordnen können. Ich bin mir relativ sicher, Dragon Link ist auf jeden Fall ein Tier 1 Deck und damit hätten wir schon die gesamte Liste hinter uns gebracht. Ihr habt's gehört, Tier 1, Dragon Link, nichts anderes. Das ist einfach so funny, Bruder. Und Freunde, die kleinste Yu-Gi-Oh! Tierlist aller Zeiten. Mr. Gar Dragon LP, an der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen die Frage zu stellen. Dulden Sie noch andere Decks in der Meta oder machen Sie alleine den Spaß am Schön, schön Rainbow-Musik im Hintergrund, schön Spannung aufbauen. Spiel kaputt. Verpiss dich und sprich mich nie wieder an, verstanden? Boah, ist einfach, CK ist einfach so witzig, einfach nur. Ich kann es einfach nur feiern, ist einfach nur, der Typ ist einfach nur Knaller. Pure Shadow-Duelle, das ist eine Sache, die ich euch irgendwann mal versprochen habe und die nie gekommen ist, wie auch das Icebearer-Deck-Profile, aber das kommt irgendwann noch ganz... Irgendwann so nächstes Jahr kommt das Icebearer-Deck-Profile. Ja, das mit den Replays ist immer schwierig, oder Duelle aufzunehmen. Das kenne ich ja selber, wenn die halt irgendwie Duelle macht. Und er spielt ja, glaube ich, hauptsächlich Dueling Book. Ich mache das ja auf Edo Pro, da kann man ja wirklich schneller viel mehr Games machen. Und wenn du nicht so viel Zeit hast, und bei Dueling Book ist es halt unglaublich schwer, Replays zu bekommen, weil da viele Vorlagungsrunden offen. Das heißt, du müsstest eigentlich Rank spielen. Und mit Shadol Pure Rank zu spielen, ist halt nicht so krass. Weil das halt nicht so gut funktioniert, weil die meisten Gegner halt besser sind als du. Zumindest haben sie bessere Decks. Ich werde heute versuchen, euch zu demonstrieren, warum es so schwierig ist, Duellmaterial auf Dueling Book für euch zu sammeln. Ihr müsst es euch vorstellen, es ist ein ganz normaler Dienstagnachmittag. Vielleicht ist es auch gar kein Dienstag, vielleicht war es auch ein ganz anderer. Ich wette, es war ein Dienstag gewesen, einfach nur, weil er es so gesagt hat. Tag. Das tut aber nichts zur Sache. Wichtig ist, ich wollte einfach nur etwas Yu-Gi-Oh! Online spielen, um ein paar Duelle zu machen mit dem Pure Shadol Deck. Dass ich eventuell vielleicht auch mal ein Replay habe, was ich euch zeigen kann und so weiter und so fort. Und ich dachte mir dabei nichts Böses und dann passiert sowas hier, okay? Es ist vollkommen unwichtig, was jetzt hier Gameplay-wise passiert, okay? Wir raten mal ganz kurz. Ich wette 100 Pro, dass der Gegner, auch wenn ich jetzt gerade hier schon Skilldrain sehe, ich wette, dass er auf jeden Fall Dark Magician spielt. Ich wette darauf. Weil Dark Magician hier und die Valkyrie, das sind meistens die Dark Magician-Spieler. Spielen auf jeden Fall Pure Shadow gegen ein Dark Magician Deck. Wir skippen das Ganze mal so ein bisschen. Also folgende Situation. Ich habe IP Mask Rainer auf dem... Ist das Pure Shadow Deck mit Magistus? Ist ja auch nicht mehr so Pure Shadow, aber ich verstehe, worauf hinaus möchte. Feld alleine, macht gerade absolut gar nichts. Mit Shadow Schisms. Proplay, aber jetzt Schism, naja. Okay, dann macht das ja sogar Sinn. Das macht schon etwas mehr, das erlaubt mir eine Fusionsbeschwörung. Ich habe Trap Trick auf der Hand, warum ich das nicht gesetzt habe, ich habe keine Ahnung. Noch ein Foreshadow, ich wette, er gibt auf, sobald es Schism aktiviert. Weil sonst würde das auf nichts hinauslaufen, was er gerade sagt. Wahrscheinlich habe ich es auf der Hand gelassen, damit ich was für Unicorn abwerfen kann, falls ich mit Masquerainer auf Unicorn gehe. Und er hat Stab des Magiers, ein paar Sets. Er hat tatsächlich Skill Drain und Summon Limit. Wie eklig kann man bitte sein? Ekelhaft, ja. Wie eklig kann man bitte sein, dass... Ich spiele Skill Drain selber in Trains, aber Summon Limit und Skill Drain ist halt schon... Ah, das ist schon ekelhaft. Man sowohl Summon Limit als auch Skill Drain Set hat, okay? Und er hat hier so ein paar Sachen auf der Hand, okay? Er geht also in die Battle-Phase. Und, ich sage, dass ich am Ende der Main-Phase noch etwas aktivieren möchte, okay? Also, da Schism nur in der Main-Phase aktiviert werden kann, muss ich das in der Main-Phase machen. Schon klar. Ich aktiviere Schism. Folgende Sache. Kommt jetzt? Solltet ihr jetzt überrascht davon sein, dass die Tatsache, dass ich mit Shadol Schism eine Fusionsbeschwörung im gegnerischen Spielzug machen kann, für meinen Gegner so anders gewesen ist, dass er aufgegeben hat, obwohl er wusste, dass ich ein Schism-Set hatte, dann geht's euch genauso wie mir. Ich erdreistete mich also, folgende drei Buchstaben in den Chat zu schreiben. LOL. Okay. I literally can't do anything, man. I drew Dark Magician Girl and Red Eyes Black Dragon. Aber, ich wollte gerade sagen, hat er doch gar nicht gezogen. Dann hättest du es doch machen können, du hast doch die Fusionskarte gehabt. Die einfach nur eiskalt lügen, dass man sich im Replay nachher angucken kann, ist halt voll dumm. Ja, aufpassen Leute, nicht lügen. Wilder schwarzer Rotaugendrache, Bro. War das Montes Lache? Do you want from me? I mean, how shall I know you drew bricks? You're laughing like when I scoop. You interrupt everything I try to do and then start laughing. I can't play game, so you Also jetzt jedes Mal dieses Fu-Wort mit der Lache überspielt, das ist halt schon gut. Understand lol is laughing like a Crazy. Das CK-Gesicht. Wow.
Wow, 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 wow. Und nochmal der Troll oben drauf. Das sollte aber auch für heute schon wieder von meiner Seite gewesen sein. Das Leben als YouTuber ist nicht leicht, es sei denn, man bekommt Produkte geschenkt und zieht sowas hier. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert ihr eure Gerätezauberkarte. Auf jeden Fall sau funny. Abonnieren und mehr kann ich nicht mehr wert, bin ich schon. CK, also hier bitte, mein Geld kannst du haben. Auch wenn du das ja alles geschenkt bekommst, kriegst du mir nochmal Geld oben drauf, weil auf deinen Nacken. Ja, ich hoffe, du bist jetzt nicht offended, dass ich dieses Video jetzt hier mache, denn es geht jetzt gleich direkt online. Ich hau das nämlich jetzt gleich direkt raus. Und ja, falls ihr mehr von meinem Content sehen wollt, lasst mir auf jeden Fall unten ein Like da und ein Abo natürlich, damit ihr mehr von meinem Content sehen wollt. Und dem lieben CK und der Videobeschreibung, falls ihr nicht kennen solltet, warum auch immer ihr deine Füße geklickt habt, keine Ahnung. Auch mal ein Abo da lassen für den Jungen, der ist gerade bei 15.200 und mich mal schön Abos da lassen. Denn wenn er so weitermacht, hat er bald den guten Maurice überholt. Gespannt. Bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao, Leute.